denke, ja, wenn jemand kommt ein bisschen später, können Sie anfangen. Jedenfalls grüße ich zur zweiten Lektion, das betrifft offene Eröffnung. Heute, ich wollte eine eigene Partie vorstellen, wo nehmen wir einige von Geheimnissen von Bauernführung dargestellt werden, anhand von spanischer Partie. Spanische Partie mit D3. Ich sehe auch, dass bei Amateuren öfter Spanisch mit D3 passiert. Und das kann man sowohl D3 spielen anstelle von Rochade, das kann auch ausgezögert werden. Das wäre D3 zum Beispiel die erste Möglichkeit hier zu ziehen. Ja, aber Rochade behält noch die Flexibilität. Übrigens, wenn jemand will, nicht mit offener Variante auseinandersetzen, Springer schlägt D4, könnte auch ruhig D3 jetzt spielen. Kann Fall geben, statt D3. Das ist auch kleine Falle, ganz, ganz kleine Falle, aber ich immer sehe, in Amateurenturnieren wird sozusagen vergessen, das ist die richtige, sozusagen, ja, das richtige Zeitpunkt, B5 einzuschieben. Das spielen manche Schachfreunde Läufer E7, das ist richtig, und dann Zug zurück Läufer E7, ist falsch, weswegen? Springer tauschen, richtig. Läufer schlägt C6, D10 und Springer schlägt D5. Und das ist auch die einfache Idee von D3. Schwarz kriegt nicht mehr zurück den Bauern E4. Also das bedeutet, B5 wäre korrekte Zugfolge, um diese Bauerneroberungsaktion zu verhindern. Nach B5, Läufer B3, Läufer E7. Rock. Rock. Turm E1. Wir können bald auch kommen in Partiefortsetzungen, zum Beispiel Läufer B7, Harry 3, D6, Anton 3. Doppel-Lesersorn-Variante werden wir in der Hauptvariante das noch sehen. Und die Leute, die sind gewöhnt, durch Rochade auf die Stellung zu kommen, schauen wir jetzt Partieverlauf. Da ich finde, dass offene Variante mit Springer schlägt D4 ist nicht so besonders toll, ist auch die Blütezeiten vergangen, wie früher Goldschneider in Kampo gespielt hat. Dann Läufer E7 ist zu erwarten. Und jetzt ist die gleiche Idee. E4 ist übergedeckt, also droht Läufer schlägt C6, nimmt Springer schlägt D5, Schwarz muss B5 spielen. Und nach Läufer B3, Rock. Schwarz deutet Marschallangriff an, mit D5 gemeint ist das zu spielen. Und hier habe ich vorgeschlagen eine Zugfolge, die übrigens natürlich hätten schon ewig Leute gespielt, Harry 3 zu spielen. So, ihr denkt ja, es ist kein großer Unterschied. D5 könnte man auch jetzt spielen. Schauen wir D5. D5, ED, Springer schlägt D5. Und könnte man sogar den Bauer auf E5 erobern. Springer schlägt D5, nimmt Turm E5. Aber leider, hier gibt es einen guten Gegenzug, Gegenangriffszug, Springer Boris 6. Und bald kommt Cem 5, Cem 4. Und wir sehen, dass praktisch dieser Bauer zu erobern, wegen dieser Entwicklungsnachteil, was entsteht hier am Damenflügel, sozusagen diese drei Reservisten sind nicht eingewechselt. Dann ich habe vorgeschlagen, den E5 Bauer nicht zu nehmen am 10. Zug, sondern D3 zu spielen, nach dem Motto: Drohung ist stärker als Ausführung, sagte Nimzowitsch, lettischer Theoretiker. Und jetzt schauen wir, was ist mit Läufer F6? Jetzt Schwarz kann der Bauer retten. Stellt aber Figuren falsch im Sinne, dass Läufer gelingt zwischen diesen zwei Maulwürfen, ist eingeklemmt. Und nach meiner Ansicht, das ist großer Schaden, als so einen E5-Bauer herzugeben für Aktivität. Und Weiß kann das ganz gut nutzen. Mit Springer auf E4 auftauchen. Dann schauen wir ein paar Züge noch. Noch einmal. Und witzigerweise, wenn Läufer F6 noch einmal auftaucht, dann von Paar 5, es wird schon sowohl F6 als G7 als E5 unter Beschuss. Und Weiß kriegt Vorteil. Also das bedeutet, wenn Gegner bietet, den Bauer muss nicht unbedingt das so sein, dass du sollst ausschlagen ihm sofort, weil im Schach im Unterschied zu Boxen es besteht kein Schlagzwang.
weiß ich nicht, wann im Boxen niemand schlägt, das weiß ich nicht. Aber Schach jedenfalls, das ist voll legitim, auch nicht zu schlagen. Dann sehen wir, so eine Strategie gibt es auch. Die Schachspieler sind ruhiger geworden, das Level 5 in Friedrich 6 statt der ST 5. Jetzt gehen wir auf die absolute Top-Variante hier. Und die Drohung ist ganz klar angedeutet. Spanischer Läufer kann jetzt getauscht werden. Was ist verändert durch diese Bauernführung von Schwarz und D6? Katrin, was ist D6-Zug? Was hat was verändert? Vorher war es so ruhig mit. Das schon, ja. Aber ich meine, warum weiß bis jetzt gelassen war? Und jetzt ist Springer A5 als meine beträchtliche Drohung. Nach D6-Zug sozusagen entstanden. Was ist verändert durch diese Sache? Bauer E5. Genau, Bauer D6 übernimmt die Deckungsaufgabe des E5-Punktes und Springer ist jetzt ja, als ein Jäger auf dem spanischen Läufer und jetzt sollen die richtigen Garagen aufgemacht werden. Und hier habe ich folgende Theorie, was meiner Meinung nach für alle Amateure nachvollziehbar ist. C3, diese Garage erlaubt bei Angriffsmöglichkeiten Springer A5 Läufer auf C2 zu verstecken und Springer auf A5 wird nichts mehr da tun. Gucken wir, Springer A5, Läufer C2 und C3 ist nützlich, um D4 durchzuführen, um sozusagen Bauer D4 zu unterstützen. Springer A5 ist gelandet an einer Sackgasse, muss wahrscheinlich früher oder später zurückgespielt werden. Wir wollen aber mit D3 Spanien beschäftigen, deswegen haben wir der Hauptpartie nicht die normale geschlossene Spanien, sondern eine Art Läufer B7, eine Art Traum von Schwarzen Marschall zu spielen. Und wenn jetzt unaufmerksam spielt, weiß C3 wie die vorige Situation. C3 jetzt. Dann D5 gewinnt in Kraft. Ihr denkt, ja, was ist verändert jetzt? Nimmt. Springer nimmt. Springer schlägt D5, Springer schlägt D5, Turm schlägt. Und jetzt kommt ein fantastischer Zug von Schwarzen, nachdem Weiß sehr eng wird. Läufer D6 dann, ich kann sogar auf D5 schlagen, aber noch schlimmer. F4, sehr gut. Springer F4. Fantastischer ätzender Zug für Weißen. Es werden nicht nur Gary und Kari angegriffen, sondern dieser Springer droht auf D3 einzunässen. Und dann ganz Flügel wird sozusagen ja, praktisch gelähmt. Und das ist die Ursache, warum in dem Fall D3 spielen wird. D3. Und hier kann ich auch über Signalzüge-Theorie reden, dass für jede von diesen Bauernzügen D3 oder C3 gab verschiedene Signale. In dem Moment, wenn Schwarz hat Läufer auf C8 und Bauer auf D6, das war die vorige Situation, ganz kurz, D6, dann D3 wäre Fehler, weil Läufer verloren geht, dann spielen wir C3. Und wenn umgekehrt, wenn Schwarz spielt Läufer B7 und will uns einloggen in falschem Marschall mit C3, D5, dann spielen wir D3. Und das ist auch leicht zu merken, weil diese Konstellation, diese Bauernbarriere C2, D3, E4 schränkt die Einwirkung des Läufers erheblich und Läufer B7 hat weniger zu melden, als Weiß hätte so mit blutigen Augen nach D4 vorgestürzt. E4 Bauer würde wacker liegen. Und immerhin in diesem Moment, dieser Springer auf A5 noch nicht sozusagen angreifbar ist, dieser Läufer durch Springer A5, weil E5 Bauer ist nicht gedeckt. Das ändert sich nach D6 zu. E5 ist durch D6 gedeckt, das ist jetzt so Zeit für die Garage aufzumachen. Und jetzt wird man ein bisschen staunen, dass ich anstelle von C3 spiele ein bisschen unorthodox. Läufer D2 praktisch, ja, außer meiner Wenigkeit, hatten sehr wenige Leute gewagt zu spielen, weil scheint ein bisschen komisch, dass dieser Springer B1 zurückgestellt wird. Wir haben kein Papier unterschrieben, dass wir werden immer den Springer führen über D2 nach F1, nach G3 und so weiter.
Es ist voll möglich, dass dieser Springer kann über C3 nach D5 direkt ins Zentrum einreiten. Und dann entsprechend braucht man auch dieses Feld D2. Und Esesor A3 oder A4, Weiß ist bereit, beides bei gewissen Umständen machen. Ein bisschen Flexibilität, wenn jemand will experimentieren. Zum Beispiel, es wird für Gegner die ziemliche Überraschung, dass es so ein Anti-Marschall gibt. Ja, sozusagen die Partie, was ich jetzt demonstriere, wurde in sozusagen österreichischer Liga gegen Dimeschi einen ungarischen Großmeister gespielt. Und ja, wir werden weitersehen, die einige Bauernführungsgeschehnisse gehen weiter. Nur die Hauptvariante. Springer D7, jetzt schwarz erneut die Drohung, spanischen Läufer wegzuputzen mit Springer. Wenn aus dieser Seite das gelingt nicht, jetzt versucht der andere Springer. Und deswegen von Signalzüge-Theorie, das ist klar, jetzt diese Garage muss aufgemacht werden. Die lange Esesor, nach Springer C5 wäre natürlich weniger geeignet. Jetzt weiter. König A8, das ist zweierlei Zug, der einerseits geht von Einwirkung auf G8, andererseits wahrscheinlich Schwarz freut über F5, was generell begrüßen wir, außer Schwächen wahrscheinlich wird wenig was von Schwarzen an. Jetzt ist an der Zeit, den Springer in diese Badewanne zu schicken, eine bequeme so Badewanne mit Lehne, wo baden sich Läufer und Springer. Und ja, eigentlich der schwarze Springer kann auch hier baden, auf den hier gehen. Ist aber, das wäre eine Bauernführung, was Weißen ganz gut passt, können wir auch eigentlich den Springer D4. Weil nach Springer schlägt D4, der Springer E2, C5, Springer G3, der weiße Springer gelingt von G3 nach E5, wie sozusagen wir wissen von Kasparov. Das wurde so als sehr wertvoll, diese Springer auf E5 empfohlen, die spanische Partie zu platzieren. Und Kasparov war sogar bereit, seine Großmutter für Springer auf F5 in Spanien zu verkaufen. Und deswegen, das heißt bei mir, wer das noch nicht weiß, Kasparovs Großmutter Springer. Das bedeutet, diese schwarze Bauernführung hätte diese Kasparovs Großmutter Springer Weg noch beschleunigen. Und deswegen, Dimeschi spielt jetzt ruhiger. Gehen wir zurück. Ja, er spielt Springer C5. Führt den Springer auf E6, natürlich Läufer muss gerettet werden. Übrigens, falsch wäre, den Läufer auf D5 zu stellen, weil das ist verletzt die Regel. Springer soll nach vorne marschieren, Läufer von weiter Distanz wirken.